Hallo Herr Schopf, können Sie mir ein paar Worte zur STZ-Ecom sagen? Na klar, STZ-Ecom, ja, wir sind Systemintegrator für effiziente Produktkommunikation. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich kein klassischer Softwarehersteller. Dadurch haben wir aber eigentlich die Möglichkeit, einfach maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden, ja, aber natürlich schon auf Basis von Standardsoftware zu implementieren. Ja. Wir beschäftigen uns seit schon Mitte der 90er Jahre mit dem Thema Produktkommunikation, PIM-Lösungen, Master Data Management, das Thema Automatisierung von Publikationslösungen. Also sind da schon von den Anfängen aus dabei. Sind mittlerweile über 75 Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen, Consultants, Softwareentwickler, aber auch noch klassische Dynamic Publisher im Bereich der Publikationsbegleitung und können dadurch natürlich unsere Kunden von Anfang an, von Evaluierungsprojekten bis zur Umsetzung, bis zur begleitenden Produktion in den Innenprojekten unterstützen und begleiten. Wie steht STZ-Ecom und Werk 2 in Beziehung? Ja, wie gesagt, wir beschäftigen uns seit Mitte der 90er Jahre eigentlich mit dem Thema Publikationslösungen und dadurch natürlich auch von Beginn an einen engen Kontakt zu Work 2, sind viele, viele Jahre Partner in verschiedensten Projekten, sind auch einer von den wenigen Enterprise Solution Partner von Work 2 und haben viele, viele gemeinsame Projekte auch umgesetzt, spannende Projekte von den bekannteren vielleicht. Firma Walbusch kennt jeder, na, wenn wir jetzt hier um Hemden reden. Die Haufer Akademie ist einfach ein großer Anbieter von Weiterbildungsprogrammen. Unser HIP-Projekt, wo es um das Thema Etiketten geht, Verpackungslösungen. Jeder, der spätestens Kinder hat, weiß dann, dass es einfach spannende und gute Produkte sind. Aktuell ein sehr gutes Projekt, die Erwin Müller Group. Sind wir eigentlich relativ stolz, dass wir da die komplette Print Suite auch jetzt in Verbindung mit dem neuen Print Briefing Modul, das jetzt eigentlich erst ganz neu auch von Work 2 auf den Markt gekommen ist, haben wir dort schon als einer der Pioniere im Einsatz. Herr Schopf, möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist, wie gesagt, Joachim Schopf, bin Projektleiter im Bereich Publishing der STZ-Ecom, bin seit über 10 Jahren auch bei der STZ-Ecom tätig und begleite dann Kunden von der Einführung von PIM-Publishing-Lösungen. Viele Jahre dabei, macht auch immer Spaß und würde mich natürlich freuen oder den ein oder anderen in zukünftigen Projekten da einfach wiederzusehen und spannende Projekte damit umzusetzen. Sie halten einen Vortrag zum Thema 10 Tipps, wie Sie Ihr Publishing-Projekt nicht an die Wand fahren. Um was geht es hier genau? Während des Projektverlaufs gibt es natürlich diverse Stolperfaktoren, die sich im Projektverlauf zu ernsthaften Störfaktoren entwickeln können. Und mit den richtigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen kann man natürlich vor der Umsetzung des Publishing-Projektes schon die Weichen stellen, um das Projekt dann zum Erfolg zu führen. Und aus der Praxiserfahrung heraus werden wir in diesem Vortrag Kernpunkte aufzeigen, welche Sie unbedingt bei Ihrem Projekt berücksichtigen sollten. Der Vortrag auf den Print Days ist dabei als offene Gesprächsrunde angesetzt. Und um so ein bisschen das Warten zu verkürzen, würde ich auf einen Tipp jetzt einfach gern schon mal in gekürzter Form eingehen. Tipp 1, für mich als Projektleiter ganz wichtig, ein ganz wichtiger Tipp: Stärken Sie die Projektleitung. Der Projekterfolg steigt und fällt mit der Projektleitung auf Kunden- sowie auf Dienstleisterseite. Und es ist
wichtig, dass beide Parteien gut miteinander zusammenarbeiten und da auch der berühmte Nasenfaktor berücksichtigt wird. Geben Sie dem Projektleiter auch ausreichend Kompetenzen. Das Treffen von Entscheidungen über den Projektleiter muss gewährleistet sein. Wenn der Projektleiter eine Entscheidung trifft, dann muss die auch verbindlich sein. Geben Sie ihm zusätzlich ausreichend Zeit. Ein Projekt kann man nicht nebenher machen. Geben Sie ihm ausreichend Freiraum, ja, um neben dem Alltagsgeschäft das Projekt erfolgreich voranzutreiben. Zusätzlich braucht es als Projektleiter auch einen Kümmerer und keinen reinen Verwalter. Wenn Sie es schaffen, dass der Projektleiter das Projekt zu seinem eigenen Baby macht und dafür brennt, dann haben Sie einen großen Schritt getan für ein erfolgreiches Projekt. Weiterer Aspekt ist die Entscheidungskommunikation über die Projektleitung. Wichtig ist dort eine zentrale Stelle zu haben und einen zentralen Kanal, wo Sie intern Anforderungen aus den Fachbereichen bündeln und gezielt mit dem Dienstleister abstimmen und entscheiden. Vielleicht als Tipp, treffen Sie die Entscheidung, wer der Projektleiter ist, nicht von oben herab oder entscheiden Sie jemand, sondern besprechen Sie das mit den Mitarbeitern, die dafür in Frage kommen und treffen Sie gemeinsam diese Entscheidung. Aus der Praxis heraus gab es in der Vergangenheit auch Projekte, wo ein Projekt richtig zum Erfolg gekommen ist, erst nachdem der Projektleiter ausgetauscht wurde. Sei es jetzt auf Kundenseite oder auch aus Dienstleisterseite. Oft ist dann nach so einem Austausch ein strukturiertes Bündeln von Anforderungen und Abarbeiten von Aufgaben erst möglich. Vielen Dank für den ersten Tipp. Wie kann man Sie denn eigentlich erreichen? In Zeiten des Homeoffice ist die Erreichbarkeit auch weiterhin kein Problem. Kontaktdaten werden natürlich bereitgestellt, Telefon, E-Mail. Jederzeit bin ich gerne für Sie da.